Wenn du dich weiter so windest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Aas! Feigling, binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand! Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du, leg die Axt beiseite oder stirb durch meine! Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal! Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Deine Zeit ist um! Ich schick dich direkt zu Hel. Knie nieder, Wolfsmal. Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Du wirst kein Futter. Stirb, du niederer Abschaum! Hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein. Nein, Varin. Nein, Varin! Nimm deine Axt! Tötet sie alle! Nein! Eivor, was ist mit dir? Bind uns los! Was? Oh, ja, natürlich. Danke. Du hast mir einen Gefallen. Du atmest gut nicht. Gut gekämpft, Wolfsmal. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her, wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Wir arbeiten zusammen!
wir die Augen offen. Nichts zu berichten. Genug jetzt! Bald kriegst du nur noch. Du wirst die Firma nähren. Das überlebt. Auf mein Feind! Ja, Bragi, nehmt eure Ruder. Die Wahlstraße führt uns heim. Götter, das wurde ja auch Zeit. Nicht quengeln, sondern rudern. Du bist recht still, Eivor. Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Wie wäre es mit, ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße? Meine Fassung gefiel mir besser. Eivor, sieh nur! Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Kirtwis Männer. Sie nagen an jedem feinen Fleckchen Land wie Hunde mit Knochen. Selbst wenn du halb tot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Kirtwi wird uns jagen. Rastloser und brutaler als zuvor. Überrascht dich das? Dieser Krieg tobt schon seit 3 Generationen. Sollte er jetzt nachlassen? Du brennst so vor Hass auf diesen Mann, Wolfsmal. Ich könnte mir die Eier dran wärmen. Wären dir ein paar Robbenfellhosen nicht lieber? Gib nur acht, Eivor. So viel Hass macht einen unvorsichtig. Was er deinem Vater antat, hat auch uns getroffen. Du stehst in diesem Kampf nicht allein. König Styrbjörn wird zornig sein, dass du gegen seinen Willen aufgebrochen bist. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Was ist mit Sigurd? Was würde er sagen? Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt mischen und in den Wind lächeln. Was wirst du unserem König von diesem Missgeschick erzählen? Nur die Wahrheit. Wir griffen Kirtwis Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Trell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. Was stimmt mit dir nicht? Vorungur okkar frækin. Ha!
Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvieh. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre. Außer, dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht. Obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd? Ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kjötvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Ah, nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Eivor, du siehst entschlossen aus. Willkommen zu Hause. Eivor, hast du uns Schätze mitgebracht? Mein Boot kam mit der ganzen Mannschaft zurück. Das ist mehr wert als Silber. Das zählt nicht. Du brauchst Silber und Juwelen. Sei still, Rolf. Woher willst du das wissen? Was? Komm schon. Würfeln hat noch niemandem geschadet. Für Erlück ist immer Zeit. Setz dich. Die Würfel rollen nicht von allein. Lass uns spielen. Keine Umschweife. Möge die glücklichere Hand gewinnen. Glück war dir hold, diesmal. Du wirst doch nicht abhauen und dich in deiner Niederlage suhlen. Komm, spielen wir nochmal. Mir reicht es fürs Erste. Ach, wen haben wir denn da? Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Ein rascher Spottstreit, jetzt und hier? Was sagst du? Lass uns Spott streiten. Ich setze immer gern ein paar Münzen. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Aber heute verzichten wir darauf. Fangen wir an. Ich bin bereit. Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Was du lehrst, trifft so hart wie ein Schlag ins Gemächt. Eine schöne Antwort.
Der Reim war gut und das Versmaß hat genau gepasst. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Spuck ich dir ins Gesicht und zerbrech deine Stirn. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es reimt sich, es klingt gut, aber bedenke, dass ich dich töricht genannt habe und du antwortest, dass du mich töten willst. Manchmal ist es das Beste, bei der Sache zu bleiben. Das solltest du nicht vergessen. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwart ich, wie's dir dann ergeht. Du bereust schon in Kürze, was du mich gelehrt. Ich habe dich nicht genug gelehrt, wenn du glaubst, dass das passt. Wo ist der Reim? Es gibt noch vieles, das du über den Spottstreit lernen musst, aber das wird schon. Ich helfe dir gern, du kannst jederzeit wiederkommen. Vielleicht werde ich das. Danke, Alvis. Wolfsmal. Willkommen. Gunnar, ich habe hier etwas, das du sehen musst. Bei Thors Donnerschlag! Ist das die Axt deines Vaters? Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit... Naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Bist du sicher? Die Nornier haben es so eingerichtet. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich nichts schmieden. Das sollte reichen. Noch etwas? Das wäre erstmal alles. Komm jederzeit wieder. Sie sollten jetzt fertig sein. Du kannst hineingehen, aber falls du noch etwas vorhast, tu es lieber jetzt. Lass ihn sich abkühlen. Ich könnte zuerst mit Valka sprechen, mich ein wenig erleichtern. Der König wird nicht weggehen. Hey, Su! Gibt es? Hallo, Thekla. Was brauchst du? Alvis sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Sag mir, dass ihr zartnast mehr Schwebblöcke kort. Aber ich nicht noch auf die. Thorin ist hart, dass ich mich. Mick? Nee. Rambay? Wann fängst du an? Hast du so viele Hörner wie ich? Was grüne Ohren.
Wie bei Odin ist Med mein Lebenssaft. Gut getrunken. Gut gemacht. Gut getrunken gemacht. Hallo, Ava. Tova, du tauschst die Nadel gegen den Pfeil, wie ich sehe. Eivor, kannst du mich die Kunst des Bogenschießens lehren? Aber sehr gern doch. Siehst du, wie ich stehe? Setze deine Füße fest auf den Boden. Nicht weiter als schulterbreit. Atme ein, wenn du die Sehne spannst. Sieh auf den Punkt, den du treffen willst. Nun stell dir vor, wie der Pfeil genau hindurchfliegt und viel weiter. Atme aus, dann lass los. Danke, Eivor. Jetzt habe ich etwas für dich. Siehst du, aufs Auge kommt's an. Danke, Eivor. Als Geschenk könnte ich dir eine neue Tätowierung anbieten. Etwas, um deine Narbe zu schmücken. Ein nettes Angebot, aber sie soll sichtbar sein. Oh, ich wollte dich nicht beleidigen, aber ich kann dich trotzdem tätowieren, wenn du magst. Bist du besoffen?